Ich begrüße Sie hier. Wir sind zu Gast bei Hubertus Schmidt. Und ich muss Ihnen gleich mal was gestehen. Sie haben die beste Szene schon verpasst. Hubertus im Zwiegespräch mit Moppi. Hubertus, erstmal ganz toll, dass wir hier sein dürfen. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt müssen wir doch einmal kurz erzählen. Moppi hat natürlich auch einen richtigen Namen. Ja. Und welche Zwiegespräche, ist das immer so, dass er hörte ja nicht wirklich gerade eben? Nein, er war mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, das ist Escola. Eines meiner guten Nachwuchspferde und den ich ganz viel Hoffnung setze, der momentan sehr im Deckeinsatz ist und darum so ein bisschen Turnierpause machen muss. Aber die Saison ist ja zum Glück bald vorbei, die Decksaison, und dann hoffe ich, dass wir nochmal gut loslegen können. Hat ja schon einen ganz tollen Auftritt im ersten Mal im Grand Prix Sport da in Dortmund und hat gezeigt eigentlich, dass das ganz gut werden kann. Er hieß früher Alligator, also der muss hier echt einiges aushalten. Natürlich, doch, klar, das ist, da bin ich gnadenlos. Ja, wieso nein, Alligator? Weil er einfach so als junger Hengst, der hat alles angeknabbert. Also das war gar nicht, und nicht böse, nicht mit zurückgelegten Ohren oder sowas. Aber es war wirklich, der konnte nicht an dir vorbeigehen, um hier reinzubeißen, ins Halfter zu beißen, ins Strick, ins Putzzeug. Also es war schon anstrengend mit ihm. Also ein richtiger Kerl. Ein richtiger Kerl, genau. Jetzt hast du so schön salopp gesagt, jetzt gehen wir mal gleich in Medias Res. Die Saison ist ja Gott sei Dank aus der reiterlichen Seite bald vorbei, klar. Ja. Aber nee, aus der Decksaison meinte ich jetzt. Ne? Ja, also Gott sei Dank, du bist froh, dann kannst du wieder in Ruhe reiten, meinte ich. Ne? Genau. Aber die Decksaison und Escola, das ist ja schon ein Hammer. Also der das ist natürlich, Escola ist selber ja nur wirklich toll gegangen, auch auf den Turnieren, die er gegangen ist. Und seine Nachkommen sind eben ganz hervorragend. Und er hat sich so toll vererbt, es gibt so viele tolle Nachkommen schon, dass er natürlich sehr begehrt ist. Und er braucht gerade mal eine Pause vom anstrengenden Leben. Und deswegen natürlich sehr gefragt ist. Und geht das natürlich auch schon mal vor. Ihr habt ja seinen Wirkungsort seit diesem Jahr, glaube ich, alles hier. Genau. Bevor wir dahin kommen, ich würde gerne einfach mal das Rad zurückdrehen bis zur Flutkatastrophe. Das war 65 oder 63. Ja, genau, das war jetzt schon lange her. Damit ging im Grunde alles los. Genau. Was ist da passiert? Was ging los? Hatten hier, es ist so ein ganz kleiner Fluss, der läuft hier unten auch hier durchs Tal. Mhm. Und 65 hatten wir wirklich eine ganz schreckliche Katastrophe, wo 6 Menschen gestorben sind, 4 Kinder, 2 Erwachsene in so einem Dorf, was man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wenn man den kleinen Fluss sieht. Aber es war so gar nicht, genau. So, und daraufhin wurde beschlossen, eben, dass das Flussbett umgelegt wird und begradigt wird. Und unser Hof, wir hatten einen richtigen Hof mit Kühen, Hühnern, Schweinen, wie das so früher war. Und der lag direkt am Fluss und der musste weg, oder wir mussten da weg. Und dann war mein Vater wirklich sehr mutig und hat er hatte früher natürlich mit Pferden gearbeitet, war im Zweiten Weltkrieg auch bei der Kavallerie, aber nie so ein Turnierreiter und hat trotzdem dann gesagt, man muss dazu sagen, unser Hof hat auch eine Größe von so 20 Hektar, wo er schon damals merkte, da musst du dich spezialisieren, da kannst du nicht mehr so weitermachen. Mhm. Und war dann ganz mutig und hat den Reitstall gebaut. Ja. Und wie seid ihr ausgerechnet hier hingekommen? Wir sind jetzt vom Ort ungefähr einen Kilometer, anderthalb entfernt. Kilometer. Wir hatten hier einiges Land, hier waren so ein paar Obstwiesen und das liegt hier eigentlich auch wirklich schön, das muss man jetzt ja sagen. Unbedingt, ja, das stimmt. Da war eine schöne Ecke hier, das zu legen. Und dort haben wir wirklich hier auf der grünen Fläche ein Wohnhaus gebaut und dann diesen Reitstall, der so konzipiert war, dass wir einige Zuchtstuten hatten, die im Schulbetrieb auch gingen. Wir haben lange Schulbetrieb gehabt. Und das hat auch so funktioniert. Dann wurden die Fohlen eben dreijährig großgezogen, angeritten, 3-4-jährig verkauft. Und das haben wir lange Zeit, war das der Lebensunterhalt hier. Wie und wann kam denn die Entscheidung, okay, da steige ich voll mit ein? Ja, also das war natürlich, ich glaube, 11 oder 12, was meine Eltern mich so gefragt haben. Mensch, hättest du da auch Lust zu? Natürlich hatte ich da Lust zu. Nur natürlich? Und, also es gibt andere mit 11, die kicken nur. Nein, aber ich habe auch Fußball gespielt, aber das Reiten hatte ich schon sofort Lust zu. Bin dann auch gleich angefangen, so im Nachbardorf gab es einen Reitstall, da habe ich Reitunterricht angenommen. Und war das der 12 Kilometer entfernt ist? Ja, die knapp. 12 Kilometer mit dem Fahrrad, oder? Ich habe mir schon was gefallen lassen. Vor allem ging es immer hier, bei uns geht es ja berghoch und runter. Also es war wirklich schon kein Pappenstiel, aber das hat mir wirklich toll Spaß gemacht und ja, dann habe ich einfach Glück gehabt, auch da einiges Talent zu haben. Ne? Ich bin ja dann, also 73 sind wir eingezogen und dann bin ich eigentlich so richtig angefangen zu reiten. Meine Lehre bin ich erst bei meinem Vater angefangen, Ausbildung mit 16 und dann in Bielefeld nachher bei Hans Gerlach und da ging es dann richtig los und
Ich war natürlich noch lange nicht so weit. Ich war, als ich dann aus meiner Lehrer kam, hatte ich gerade meine ersten L-Dressur-Platzierungen dann nachher. Aber ich hatte ein festes Ziel und das war wirklich da schon. Ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall in meinem Leben unbedingt einmal Grand Prix reiten. Das war ein festes Ziel. Kann ich dir nicht sagen, ist warum? Ja witzig, wo kommt das genau, her? Genau, ja, aber ich wollte das. Aber ich habe da gesagt, das ist mein Ziel. Und ich habe ja viel gesprungen auch. Dadurch, dass wir hier die Zucht starten ja in Paderborn. Man fuhr ja damals zum Decken eben nicht irgendwo nach was weiß ich wohin oder Frischsamen, sondern die wurden hier um die Ecke und da gab es eben gute Springpferdevererber, damals Adlerorden, Weinberg, am Schluss Pilot. Hatten wir sehr viele gute Springnachkommen auch und ich habe eine Zeit lang mehr Springpferde geritten wie Dressur. Ich bin oft, das habe ich ja erzählt, immer mein Lehrling, ich bin mit sechs Pferden zum Turnier gefahren, drei habe ich M-Springen geritten, drei M-Dressur. Ne? So. Das klingt ja unheimlich spannend, aber ganz schnell, bevor wir da weitermachen, im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du mit 12 entschieden, ich werde Profireiter. Das stimmt. Jetzt ist das, was man im Nachhinein sagt, das war ein bisschen früh, da habe ich ganz schön Druck drauf gehabt, oder? Ja, das war, ich kann einfach nur sagen, dass ich einfach Glück gehabt habe, auch da Talent zu haben, weil das ist ja viele arbeiten ja hart an sich und viele wollen was aber es klappt ja nicht immer so, ne? Weil ja eben halt auch zu dem Fleiß und eben auch so ein gewisses Talent und das Gefühl im Umgang mit dem Pferd. Ne? Und das hat einfach gepasst. Und wie gesagt, als ich dann meine Lehre gemacht habe, da war ich noch ziemlich schwach, also so auf L-Niveau. Aber mein festes Ziel war, ich reite einmal im Leben, reite ich auf jeden Fall Grand Prix. Na, das hast du ja gerade so hingekriegt. Das hat aber auch ein bisschen gedauert, weil ich musste ja dann auch mal nach meiner Lehre bin ich gleich jetzt zu Hause angefangen. Mein Vater war ja ganz alleine hier und der konnte den Hof gar nicht bewältigen so mit den Pferden. Und da war eigentlich zwangsläufig aus finanziellen Gründen schon, dass ich da einfach erst zu Hause mit anfange. Und dadurch hat das natürlich auch ein bisschen gedauert, bis ich dann so weitergekommen bin. Ne? Und ich habe 83 meine Meisterprüfung dann gemacht und danach habe ich dann erst so meine ersten S-Platzierungen gehabt und habe es da wirklich geschafft, habe auch Glück gehabt, so das richtige Pferd zu haben. Ich weiß, der Playboy, das war mein erstes Grand Prix-Pferd. Das war ein relativ normales Pferd, den ich auch A-Vielseitigkeit geritten bin und gewonnen habe. Und so, aber im Springen, da kam der so gerade rüber, das war es auch nicht. Und dann hatte ich aber so das große Bewegungstalent, war es auch nicht, aber der hatte. Und da hatte ich Glück, ich habe das so ein bisschen während meiner Lehrzeit gelernt, so in Handarbeit. Und da habe ich wirklich, das Pferd hatte super Talent für Piaf Passage. Und dann, ich hatte ja vorher auch noch nie Piaf Passage geritten, ich habe noch nie einer Wechsel geritten. Ich wollte gerade sagen, wer war denn zu der Zeit dein Lehrmeister? Du warst ja hier so involviert, du hattest ja im Grunde gar nicht so richtig viel Chance. Am Anfang bin ich ganz viel nach Warendorf in die Deutsche Reitschule gefahren. Ich war ja noch als Reiter und hatte da meine Lehrgänge gemacht und dann eben auf dem Weg zur Meisterprüfung. In der Zeit bin ich so bis 85, 86 bin ich viel zur Deutschen Reitschule, zu Lehrgängen gefahren, alle, die angeboten wurden. Und danach habe ich dann Glück gehabt, bin ich nach Warendorf gekommen, ans DOKR, weil ich den Bimbo gefragt hatte, Bimbo Peilicke. Und dann hat er mich da auch unterrichtet und habe ich nochmal richtig Glück gehabt, dass Harry Bolter war auch. Und der mich da gesehen hat auf dem Pferd. Der hat eigentlich andere Sachen gemacht, als eben mich und Playboy zu unterrichten. Aber dann hat er da wohl eben auch gesehen, dass er doch Talent ist und Spaß und hat sich dann um mich gekümmert da. Ne? Das heißt, du bist immer hingefahren, oder? Ich denn bin du immer konntest hingefahren. Hier nein, nicht weg. Ich bin alle dann so einmal die alle 14 Tage und dann oder dann schon nachher am Anfang mehr zu Lehrgängen, zu so dreitägigen Lehrgängen, die bei Bimbo angeboten wurden. Und da hat mich eben halt der Harry Bolt auch gesehen und hat dann da das Training übernommen, vergesse ich nie. War so stolz wie Oscar da mit meinem Playboy. Und dann bin ich da daraufhin so alle 14 Tage so zu ihm gefahren zum Unterricht. Und dann hat er mir so die ersten Möglichkeiten, Startgenehmigungen zu Grand Prix-Turnieren und sowas verschafft. Ne? Jetzt kommen wir noch einmal kurz zu den 6 Pferden. 3M-Dressur, 3M-Springen. Du hast mit dem Springen aufgehört und diese Begründung, die vergesse ich in meinem ganzen Leben nicht. Weil andere sagen ja, Springen gucken ist ja viel spannender. Ja. Und Hubertus Schmidt sagt, ich habe aufgehört mit dem Springen, das war zu langweilig. Ja, da muss ich jetzt anders noch sagen. Also das Springen war ja interessant und hat mir auch Spaß gemacht. Aber das Arbeiten der Springpferde während der Woche, das ist ja wirklich langweilig. Ne? Wenn du die Pferde einmal durchhattest und ich war im Dressurreihen eigentlich schon recht stark, meine Springpferde waren immer super durch und was machst du mit denen? Ne? Das war wirklich, habe ich gesagt, also da stand mein Entschluss sowieso schon fest. Aber das war wirklich die Begründung auch mit. Das hat mir immer so, das Springen selber, Turnierspringen war natürlich interessant, aber die Arbeit mit den Springpferden zu Hause war langweiliger, deutlich langweiliger als mit den Dressurpferden. Gut, wir haben bestimmt keine Springer, die jetzt zuhören.
Jetzt noch mal ganz kurz, ich hatte ja vorhin schon mal Fußball lockerlässig erwähnt. Du warst ja schon auch echt aktiver Fußballspieler, aber also irgendwann musstest du sagen, hopp oder top. Ist mit den, einfach mit meiner Ausbildung gekommen. Bis ich 18 war, habe ich hier im Dorfverein gespielt. Was warst du, Stürmer? Oder, ich war oder? Erst alles auf rechts, vom Verteidiger bis Stürmer und danach, ja, die letzten 5 Jahre, habe ich im Tor gespielt. Und, okay. Ja, genau. Und wir haben wirklich der Manuel Neuer von Borchen-Etteln. Fast. Aber wir waren wirklich gut. Das war in so einem Verein ja in so einem Dorf, da waren ja, sind jahrelang immer aufgestiegen, bis dann die 5 oder 6 Mal gleichzeitig rauskamen und dann gab es richtige 13-0-Laschen und sowas. Okay. Aber das habe ich dann ja gemacht bis in die Jugend und dann, was dann in den Seniorenbereich ging mit 18, dann bin ich die Ausbildung in Bielefeld angefangen und habe dann da auch aufgehört. Das ging dann ja auch nicht mehr. Du hattest ja ganz lange Zeit noch eine Dauerkarte von Bielefeld. Ne? Hast du die immer noch? Nee, Dauerkarte habe ich im Moment nicht, aber wenn die in die erste Liga kommen, dann kriege ich wieder eine. Aber Fußballfan? Fußballfan auf jeden Fall und ich glaube, ich bin der einzige Bielefelder-Fan hier in Etteln, weil alles Schalke oder Dortmund ist. Ist ja auch aber, doof, wenn man alleine jubeln muss. Aber das ist ja blöd. Das kam natürlich durch meine Ausbildung in Bielefeld. Zu der Zeit bin ich dann auch da zum Bundesliga. Sie spielten in der Zeit erste Bundesliga. Mhm. Und wenn man dann einmal so einen Verein ins Herz geschlossen hat, dann bleibt man da auch bei. Eine treue Seele, das finde ich gut. Ja, nee, das finde ich gut. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich auch nicht fragen, morgen um 4 haben die Pferde frei? Bis dahin, ich muss Mittag durchgearbeitet werden. Zur Not noch einer aufs Paddock, weil um 3:30 muss Fußball geguckt werden. Okay. Auf jeden Fall. Wo wir beim Thema Freunde sind, da müssen wir wirklich noch mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön sagen, dass wir ausgerechnet heute hier sein dürfen, weil heute hast du eigentlich was ganz anderes zu tun. Ja, das stimmt. Nein, das ist, ihr seid herzlich gerne eingeladen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Aber am Dienstagsabend, das habe ich mit 2 Freunden, spiele ich immer Skat. Das ist eine sehr, sehr gute Freunde seit langen Jahren. Und wir haben so eine Skatkasse. Wir spielen dann nicht um große Beträge, aber das Geld wieder ein. Und dann fahren wir natürlich mit unseren Frauen. Natürlich ist das nicht, doch, aber natürlich mit unseren Frauen machen wir immer so, zumindest jedes zweite Jahr eine schöne große Reise. Ach, guck mal. Mhm. Wo ging es das letzte Mal hin? Letztes Mal war Mallorca. Wir waren aber auch schon 2 Mal in Amerika. Und jetzt haben wir im September geht's nach Kreta. Und das wird alles erskatet sozusagen? Nicht alles, aber es ist immer schon mal so ein kleiner... So ein kleiner Schub, der Flug ist schon mal bezahlt. Und diese Freunde haben wahrscheinlich nichts mit Pferden zu tun? Nein, die haben nichts mit Pferden zu tun. Das ist eigentlich ganz schön. Ich habe eine größere Clique auch. Wir sind so 8 Paare hier aus dem Dorf. Alles meine Alter oder ein bisschen jünger oder älter. Aber das ist auch wirklich mal erfrischend, die nichts mit Reiten zu tun haben, die natürlich in Aachen mal zugeguckt haben, wenn wir nicht da geritten bin und so was. Ne, und interessiert waren, wenn das irgendwo um Championate ging. Aber im Grunde genommen eigentlich vom Reiten kein Interesse haben und das ist auch ganz, ganz toll. Also man merkt schon, du bist hier echt verwurzelt. Jetzt ist übernächstes Wochenende, glaube ich, Schützenfest. Ne? Ist das ein fester Termin oder ist das Turnier, kollidiert da irgendwas? Das ist eigentlich ein sehr fester Termin. Wenn nicht sowas wie Aachen oder sowas ansteht, hat das natürlich absolute Priorität. Gut, sonst müsste man mit den Aachenern sprechen, dass die halt eine Woche... Ja, dann könnte ich eben nur montags feiern. Ne? Das ist das Problem. Ne? Ach so, okay, das geht dann aber auch schon. Das ist dann auch schon mal, das habe ich leider ganz oft, ich war nach Aachen auf dem Termin. Und da gab es eben nur den Sonntag spätabends oder den Montag, der noch gefeiert wurde. So, jetzt haben wir schon mal uns durchgefeiert. Skat, Fußball. Jetzt wollen wir aber einmal noch mal ganz schnell. Du hattest so schön gesagt, dein Vater hatte viel Mut, 72 bewiesen, hat hier angefangen mit einer Reithalle 2040, glaube ich. Und ich weiß nicht, 20 da waren Boxen? 20 Boxen circa, ganz genau. Ne? Jetzt, wenn ich mich hier umgucke, das können Sie leider nicht hier am Bildschirm. Also... das sind 65 Boxen. Richtig, genau. Hier ist ein Hengststall vom allerfeinsten und das ist ja nicht von jetzt auf eben. Wie ist es zu dem, hätte fast Imperium gesagt, aber zu dieser großen, riesigen, geräumigen Anlage geworden? Ja, das hat sich alles auch so ein bisschen geändert. Kam auch zum Teil eben durch meinen Erfolg, dass ich da weiterkam, weil vorher haben wir eben, wie gesagt, in erster Linie oder einen Schulbetrieb gehabt, junge Pferde verkauft. Und da stand der Hubertus Schmidt da und hat Leichtfarbe erklärt. Genau, 3-mal die Woche abends, 2-mal 3 Stunden Dressur, montags und freitags und mittwochs abends Springstunden gemacht. Genau, und nachmittags auch ein bisschen. Und mein Vater. Und als es dann mit meiner Karriere so ein bisschen weiterging, eben 87 erste Grand Prix und dann, 94 hatte ich die ersten richtig guten Pferde, war international unterwegs. Ich war noch stolz wie Oscar, 9-jährig war ich in Hamburg Dritter.
In der Kür, Karin gewann mit Rehbein und dann ging es, ach, Karin Rehbein gewann mit Donnerhall. Neunjährig hieß das Pferd, war neunjährig. Genau, Florenziano und war dann nachher dritt, das erste Mal auf diesem großen Gelände, dann das war dann ein kleiner Flottbeck und dann aber die Platzierung war auf dem großen Gelände, das war schon Gänsehaut pur damals das erste Mal. Und mit dieser Entwicklung ging es dann weiter und dann habe ich eben halt ziemlich viele Grand Prix-Pferde ausgebildet jedes Jahr. Leider das ist übrigens ein schönes gekauft. Stichwort, ja. Muss ich eingrätschen. Ich habe gelesen, ich weiß aber nicht, ob die Zahl aktuell ist, 69 Pferde hast du bis zur Grand Prix-Reife. Das sind wahrscheinlich inzwischen sind schon ein paar mehr jetzt wieder. In diesem Jahr sind ja drei neue dazu gekommen, von denen ich nicht alle als junge Pferde, aber etwas über die Hälfte. Ich habe, glaube ich, 50 Pferde wirklich von selber von vierjährig oder fünfjährig oder jedenfalls zum Grand Prix ausgebildet. Und mit den anderen habe ich ja oft Pferde auch übernommen, wie Veltissimo, die von unter anderen Reitern schon gegangen sind. Und die ich dann Andretti und solche Pferde, die vorher schon Grand Prix gegangen sind und ich die dann eben halt, aber ich war mit etwas 74, 75 Grand Prix platziert. Jetzt haben wir hier eine ganz interessante Frage reingekriegt, wo wir schon von jungen Pferden auf. Ja. Wie, wann fängst du an mit jungen Pferden zu arbeiten? Also wann, obwohl ihr das hier, glaube ich, nicht wirklich macht, das Anreiten, aber das hast du ja doch, früher. Doch, das machen wir auch. Okay. Wir haben ja immer noch so ein paar eigene Pferde großgezogen. Also mit meinen eigenen fange ich immer erst Ende dreijährig an. Mhm. Also die kommen jetzt dreijährig, sind die nochmal auf der Wiese. Mhm. Und wenn wir die dann im Oktober reinholen, auf dem Sprung zu vierjährig, dann reiten wir unsere eigenen an. Da gibt es ja immer die große Diskussion. Anlongieren, da gibt es welche, die sagen, ohne geht gar nicht und andere sagen, um Gottes Willen. Nein, also das machen wir noch ganz klassisch. Also richtig schön, erstmal nur Halfter drauf, dann Trense drauf, dann, wenn es mit der Zeit geht, Gurt drum, dann Sattel drauf, dann ausgebunden. Und wenn die sich da schön ausbinden und den Hals fallen lassen, weil ich dann immer da denke, wenn ich mich dann draufsetze, gehen die Pferde eigentlich auch von Anfang an schön rund. Ne? Okay. Also wenn ich diese schnell das mache mit dem Anreiten, ich glaube, da brauche ich dann während dem Reiten halt viel länger. Also die meisten Pferde, die sich so angeben, da setzt du dich drauf und die sind wirklich von Anfang an, gehen die eigentlich ziemlich rund. Ne? Wenn du da einen Hilfe hast, der so ein bisschen von unten hilft, vielleicht mal ein Pferd vorher. Also das halte ich für das Pferdegerechteste. Dauert dann eben auch, bis man das anfängt und sich das erst... Das ist natürlich auch ein Unterschied. Du weißt ja selber, du hast ja Pferde, die sind heiß und nervig sind und dieses nicht wollen und umgekehrt. Und dann, aber so circa nach 4 Wochen sitzen wir da drauf. Ne? Mhm. Es kann natürlich auch mal länger dauern, es kann ein bisschen schneller gehen, aber circa so 4 Wochen werden die longiert, bevor wir die draufsetzen. Okay, jetzt hast du ganz viele Pferde Grand Prix fertig gemacht und ich weiß nicht, ob es dein Höhepunkt ist oder ob er das nur auf dem Papier ist. Olympia Gold in Athen. War das so das Highlight? Also ich muss schon sagen, ja, weil für uns eine unglaubliche Medienpräsenz dann ist. Also wenn, ich muss sagen, wenn auch nachher auch Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, auch da wird natürlich berichtet. Aber ich war selbst total überrascht, wie groß das Interesse bei Olympia war. Also unsere eigenen Zeitung hier in Paderborn, das Westfälische Volksblatt und das Bielefelder Blatt, das war also eigentlich die letzten 14 Tage oder Wochen stand jeden Tag was da drin. Der WDR war hier, also das dritte Programm, Bielefeld, die waren auch 3-4 Mal hier vorher, den Abflug und Wiederkommen und die große Feier und alles. Es war einfach was anderes. Von daher bleibt einem das so prägend in Erinnerung. Ich vergesse das nie. Also da, wirklich der Höhepunkt Olympia war, ich wusste natürlich, dass hier irgendwas gemacht wird. Ne? Aber es war dann im Nachbardorf in Borchen, wir gehören ja zur Gemeinde Borchen, da waren etwa 2.500 bis 3.000 Leute. Das ist das ganze Dorf praktisch, oder? Mehr, weil das war in einem Dorf. Okay. Wir Etteln hatten nur 2.000, aber die waren auch von den anderen Dörfern. Das war wirklich beeindruckend und war so überwältigend, dass so viele da mitgefeiert haben und sich mitgefreut haben. Wir haben da eine riesen Fete gefeiert am Hof. Da hatten dann Zelt aufgebaut und die Blaskapelle aus Etteln und Spielmannszug und Abgeordnete vom Schützenverein. Es war wirklich, das ganze Dorf hat mitgefeiert und mitgefiebert. Und das war einfach so das Besondere an Olympia auch. Ne? Das ist aber jetzt schon lustig. Normalerweise kriegt man dann die Antwort, ja, das erste Mal dieses Viereck reinreiten oder den Lorbeerkranz auf dem Kopf oder... Ich muss natürlich dazu sagen, ich hatte ja vor Olympia eine ganz schön harte Zeit, weil um das in das Team reinzukommen, das war schon nicht so einfach und da war auch nicht alles so ganz so toll gelaufen bei den deutschen Meisterschaften und aus meiner Sicht. Und Holger Schmetzer musste mich damals richtig überreden, Aachen zu reiten. Ich wollte Aachen nicht mehr reiten. Und dann habe ich das ja noch gemacht und dann war ich sowas von nervös. Ich bin noch nie so nervös gewesen wie diese letzten 14 Tage so vor Aachen, weil ich das jetzt ja natürlich auch nochmal zeigen wollte. Ne? Die deutschen Meisterschaften waren eigentlich gut. Gefühlt habe ich da ins Team gehört, schon in Aachen, war aber nicht drin.
Und dann habe ich mir immer gedacht, Mensch, ich habe so viele Briefe, dann da Leserbriefe. Und Holger Schmetzer hat gesagt, wie viele Leute mir geschrieben haben, mich ausgeschimpft haben. Und das war wirklich, das war so ein breites... ausgeschimpft, positiv. Warum? Ja, weil ich nicht in der Mannschaft in Aachen war. Ne? Ah, okay, okay, so, okay. Also nicht in der Mannschaft in Aachen war, weil ich da, ne, obwohl ich zweimal, glaube ich, Dritter war in allen Prüfungen, und dann trotzdem nicht in der Mannschaft. Und dann war ich so nervös, weil ich denke, ich muss das unbedingt nochmal hinkriegen. Dem muss gut gehen da. Ne? Und als ich das dann da geschafft hatte, und die war wirklich ganz toll, und ich bin dann in die Mannschaft gekommen, da war ich so entspannt. Da war der Drops gelutscht. Ich hatte alles. Ich war jetzt in der Mannschaft und war ja fast klar, dass wir Gold gewinnen. Das war ganz komisch, ich war ja den ersten Tag dran, war dann zum Glück auch so gut, dass ich da weiter rein konnte, dass ich noch vor Heike war, Bonner Part damals. Und dann weiß ich nur, den nächsten Tag, da wurde ich mit einmal nervös, weil ich gedacht habe, was ist, wenn jetzt hier plötzlich der Weltall aus dem Viereck springt oder der Rasti nicht mehr läuft, ne? Weil wir da eigentlich ja, das war ganz klar, wir gewinnen ja Gold, ne? Ja, so. Ja, die Erwartungshaltung macht Druck auf. Und dann war das ja, und die Spanier waren auch richtig gut. Und ich weiß noch, Ulla musste... mindestens 74% rein. Sie hat nachher 78 geritten. Das war dann okay, einfach. Aber auch aber ein trotzdem, Rasti. Ja. Aber das war der in Olympia war das der einzige Tag, wo ich nervös war. Das war der Tag, der zweite Tag, wo ich ja gar nicht mehr reiten musste, wo das ich gedacht habe, das gibt's ja jetzt gar nicht. Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht, dass er eigentlich ja noch was schiefgehen könnte. Nein, und darum konnte ich das so genießen und darum war das natürlich das Reiten schön. Aber ich muss wirklich sagen, dieses hier zu Hause angekommen sein und so überwältigende Teilnahme daran, ne? Das war wirklich ein toll. Und darum bleibt das auch, dann wurde ich eben in Paderborn auf der Straße angesprochen. So, Mensch, Sie sind doch der Herr Schmidt. So beim Einkaufen an der Kasse. Genau, irgendwo, weißt du, mitten in der Stadt, nicht in Etteln, sondern im Dorf. Und das, oder irgendwo am Flughafen schon mal. Und das passiert ja uns so Reitern eigentlich. Vielleicht Isabel noch viel mehr, aber sonst ja nicht so häufig. Ja, warte mal, nach heute kann das schon häufiger mal vorkommen. Das kann schon sein. Nein, nein. Also deswegen war das absolut, das war der Höhepunkt. Ne? Jetzt. Reiterlich, wenn ich das eben nochmal sage, reiterlich war es wirklich für mich, glaube ich, ein Jahr später, Venezuela Suerte, die Silbermedaille in der Einzelwelt. In Europa. Das war schon bei der Europameisterschaft, das war wirklich nochmal ein anderes Ding. Also die Stute ging da wirklich überragend über sich hinausgewachsen. Es war ja damals kein Bewegungswunder, aber sie ging wirklich spektakulär gut und das war wirklich für mich dann reiterlich der Höhepunkt. Da muss ich es doch jetzt noch einmal schnell umstellen. Jetzt kommt dieses Zitat, was ich genau weiß, dass ich sehe noch die Situation, in der du mir das sagtest und mich hat das sehr bewegt. Wenn Reiten so richtig toll wird, hast du gesagt, wird es zur Kunst. Stimmt. Und dann kam der Teil, da dachte ich, huch, da sagst du, bei einer Handvoll Prüfungen in meinem Leben hatte ich so ein Gefühl. Ja. Bei 5 Prüfungen, okay, das ist, glaube ich, ungefähr 3 Jahre her, dann lass es mehr, heute 20 es sind ein sein. Mehr, aber es sind wirklich Prüfungen, das war so zwei, das waren 2 Prüfungen, die Kür nicht mehr ganz so, aber der Grand Prix und der Spezial mit Venezuela da. Und ich hatte vorher einmal eine in Aubenhausen, an die ich mich so richtig erinnern kann, wo das perfekt war, wo das wirklich Kunst war, wo du alles perfekt, nichts machen musstest. Und wenn ich gesagt hätte, ich kann das nochmal reiten und auch eine solche Leichtigkeit, ich habe das vorher schon mit dem Forzando 94 hatte ich mal das Gefühl, so das und mit dem Perio hatte ich auch schon mal so 1-2 Prüfungen, also waren so ein paar mehr, aber wo man wirklich sagt, ja jetzt ist es Kunst und kein Handwerk mehr. Das ist ja handverlesen dann. Ne? Ja. Man hat auch im ersten Moment, dachte ich damals, huch, ist lustig, dass er jetzt Venezuela Suerte sagt, die war kein Bewegungswunder. Nein. Aber das große Plus war, die war so durch. Nein, die war einfach auch so, wirklich so richtig. Ich habe das heute noch immer erzählt, weil wir komischerweise hat meine Frau in irgendeinem Aufräumen in der Garage die Starterliste von 2005 gefunden. Ah. Wirklich ein Witz heute. Ne? Und da hat sie gesagt, guck mal, ich habe hier aus dem Grand Prix die Starterliste von 2005. Venezuela und Piccolino gingen ja alle. Und dann habe ich das meinen Bereitern erzählt. Ich habe gesagt, die war ja wirklich nicht so der allergrößte Bewegungswunder, aber die war sowas von durch und korrekt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe das im Fernsehen, diese Mittellinie im Galopp im Spezial gesehen. Wirklich Pirouette, einer Pirouette. Schnürchen. Und da, wirklich, die ist nicht einen Zentimeter nach links oder rechts von der Linie, die Pirouette auf dem Punkt, die einer sowas von gerade und an dem Punkt, also dass du sagst, das war wirklich, das war schon ein bisschen was von Kunst. Schön, sehr schön. Jetzt haben wir gehört, du hast ja schon auch echt so ein bisschen strahlende Augen gekriegt, die Erinnerung, wie das war nach 2004. Jetzt kommt hier die Frage, klar, drängt sich fast auf, welche Ziele gibt's für die nächsten Jahre?
Ja, das ist das ganz ist aber echt eine schwere Frage. Nein, das ne? ist, es war so, ich weiß, vor so 2-3 Jahre vor Athen, als Imperio wirklich ein gutes Grand Prix fährt wurde. Vor Athen? Vor Rio. Rio, ja. Das ist alles durcheinander, 14. Mhm. Da hatte ich wirklich, war mein Ziel, ich möchte da nochmal in die Mannschaft. Da habe ich und das war ja zweieinhalb Jahre wirklich konsequent darauf hingearbeitet, alles darauf gemanagt, habe gesagt, ich möchte dahin nochmal in die Mannschaft mit dem, das kann ich schaffen. So, und dann habe ich das ja auch immer so erzählt und dann war ich zum Glück wenigstens so froh, dass ich es immerhin als zur Reserve gebracht habe und hinterher hingefahren bin, was ich nicht bereut habe. Ich war erst nicht so glücklich und wollte es erst nicht so unbedingt, aber... Ist ja auch blöd, juckt am Hintern, wenn man ja, dann ist, ja, aber es war trotzdem klar. Ein tolles Erlebnis. War toll dabei zu sein, wir hatten eine tolle Mannschaft und... Und ihr hattet auch so ein unglaublich schickes Outfit. Ja, das war noch eine andere Geschichte, aber es war wirklich toll und da habe ich wirklich darauf hingearbeitet und... Dann habe ich jetzt danach gedacht, ich lasse mir das einfach offen. Ne? Jetzt habe ich natürlich wieder so einen wie den Escola, wo du denkst, oder wo man auch weiß, dass da alles möglich ist, wenn gesundheitlich und alles stimmt. Und dann habe ich wirklich letztens auch Scherz gesagt, dass ich wirklich damals immer so mit einem Auge drauf geguckt habe, was ich nie geschafft habe sportlich. Ich wollte ja einmal in Aachen an dieser Wand hängen. Ne? So, als ich so, man hat ja immer die, das ging in kleinen Schritten weiter. Ich wollte immer einmal in meinem Leben Grand Prix reiten. Und als ich das dann geschafft hatte und so ein bisschen meine ersten internationalen, habe ich gesagt, oh, wenn ich jetzt mal einmal Aachen reiten könnte. Ne? So. So, und wenn man dann wann war denn das erste Mal Aachen? 97, glaube ich. 97 war ich das erste Mal in Aachen. Und wer war das? Auf wem mit? Attraktiv. Aquarell. Aquarell und okay. Dann auch kurz darauf mal verledigt. Ich bin ziemlich sicher Aquarell. Und so, und dann hast du schon mal so immer auf diese Wand da geschielt und... Dann hat man natürlich auch schon mal gedacht, Mensch, jetzt möchte man natürlich auch irgendwann mal einmal in der deutschen Mannschaft sein. Ne? Und so ging das ja wirklich von diesem wirklichen Ziel und dann geht das ein bisschen das Träumen los und dann habe ich mir immer so, wie das wirklich auch schon realistisch dann wurde, ne? So Ziele wieder neu gesetzt. Ne? Ich weiß nicht, ob das ist kein richtiges Ziel mehr, aber es wäre vielleicht noch schön. Das wäre ein kleiner Kick. Das wäre nochmal ein Kick. Hast du das gehört da hinten? Genau. Ich glaube, der ist mit was ganz anderem beschäftigt. Ich glaube auch. Wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen, irgendwann hattest du ja mal eine Reitschülerin hier oder ist sie bei deinem Vater geritten? Die hieß Doris. Ja. Die spielt heute eine relativ große Rolle oder schon sehr lange in deinem Leben. Die hast du, glaube ich, tatsächlich, oh, guck mal, wie schön, tatsächlich hier im Schulbetrieb kennengelernt. Ja, stimmt das? Ja, genau. Die, Doris kam immer Samstag. Sie ging ja dann... Was, guck mal hier, das weiß er noch. Natürlich genau. Natürlich weiß er seine Ausbildung. Die kam ja entweder Samstag oder Sonntags. Da machte mein Vater immer die Reitstunden. Ja, das war ja blöd. Ja, aber hat ja trotzdem geklappt. Ne? Das hat ein bisschen gedauert erst, aber wir sind schon ewig lange zusammen. Ich war ja sogar, das war das Lustige, ich war 17 und Doris war schon 19. Seitdem sind wir zusammen. Da musste ich noch Mofa fahren, das sagt sie immer, wenn ich sage, immer mit Auto fahren, irgendwas. Ich hatte schon einen Führerschein, da bist du noch Mofa gefahren. Sag mal, aber jetzt mal, sie unterstützt dich ja wahnsinnig. Ja. Man sieht sie wirklich, glaube ich, auf jedem Turnier, wenn du da bist. Richtig. Und was schätzt du so an ihr? Denn sie ist ja selber meines Wissens nie Grand Prix geritten. Nein, sie ist selber nicht. Sie hat bis zur L- und M-Dressur geritten und hat dann früh leider Probleme mit der Bandscheibe und mit dem Rücken und musste dann aufhören. Aber es gibt ja verschiedene, was ich menschlich an ihr schätze, sowieso auch, das ist einfach absolute Ehrlichkeit. Und ja, vieles mehr, das kann ich nicht alles aufzählen. Und reiterlich einfach auch, dass sie ein super Auge hat, ne? Und wirklich ein unheimliches Gefühl für Takt und Ablauf hat. Sagst sie einfach, sie sagt mir ja nicht, du musst den jetzt mehr deutlicher stellen oder sonst was. Ich schon mal mit Monika, wenn ich arbeite, ist einfach auch reiterlich, sondern sagt einfach, das ist jetzt zu wenig Kadenz oder zu viel, das ist jetzt zu schnell, das sieht Hektik aus. Also sie hat das Auge. Der kommt nicht genug mit und sowas. Sie hat ein perfektes Auge. Sie hat ein perfektes Auge dafür und hilft mir da unwahrscheinlich schon seitdem die Kinder etwas größer sind. Wie hast du einmal so schön gesagt, meine Frau nimmt nie ein Blatt vor den Mund, das ist manchmal hart. Das ist manchmal hart, genau, aber das ist so wichtig, nur so ich sage, ganz ehrlich, ganz genau. Und wenn ich dann schon mal so 4 Wochen hat sie ein Pferd nicht gesehen und dann kommt sie und guckt und dann kann sie auch schon mal sagen, Junge, der Trab da war vor 4 Wochen besser. Ne? Dann bist du natürlich erstmal, dann fällt dir erstmal die Kinnlade runter. Ne? Aber so auch so beim Reiten auch, dann sagt sie das auch, das ist nicht gut oder das ist... Ja. So, und das ist ja auch doch wichtig, nützt mir ja nichts, wenn dir irgendeiner da was auf den Bart schmiert. Sondern da können wir dann leider geraten, das Einzige, wo wir beiden uns wirklich, also wirklich, das, ich muss sagen, fast das Einzige, wo wir uns schon mal an die Haare kriegen, ist dann beim Trainieren, weil ich dann ab und zu auch ein bisschen ruppiger bin, als ich eigentlich sonst bin. Ich denke, dass ich sonst eigentlich ziemlich ein verträglicher Kerl bin, aber wenn es dann natürlich mal ein bisschen nervös ist und du bist am Turnier und vor allem geht nicht so gut, ist Druck drauf, dann ist man halt schon mal ein bisschen angespannter.
Aber ansonsten bin ich schon lange noch mit ihr verheiratet. Ich hoffe, es bleibt auch noch eine ganz lange Davon Zeit. Davon gehen So. wir jetzt mal aus. Jetzt hast du gerade schön erwähnt, ihr habt zwei Kinder. Eine Tochter Inga, die Ja. ist nicht hier involviert, Nein. aber ein Sohn, der ist voll involviert. Richtig, Nikolas, der hat zwar auch studiert und sein Wirtschaftsstudium abgeschlossen. Und ich bin aber heilfroh, dass er einfach auch richtig Spaß an dem Hof hat. Er reitet auch und reitet eigentlich auch gut und sitzt sehr gut. Ich habe mir immer gewünscht, er hätte das so ein bisschen intensiver noch gemacht. Er reitet auch so den Lento bis Grand Prix und alle Grand Prix-Lektionen. Aber es war nie so sein Ding, hat er gesagt, nee, Papa, was du machst, so 10 Pferde am Tag, das kann und will ich einfach nicht. Ne? So, und er macht jetzt in dieser Zeit die gesamte Besamungsstation. Wir haben ja mehrere Deckhengste hier stehen und das ist wirklich viel Arbeit im Moment. Und der hat wirklich so Spaß, da kommt er ganz auf seinen Großvater raus. Der hat richtig Spaß an der Landwirtschaft. Ne? Wir haben so 20 Hektar. Das ist ja Und eigentlich viel besser, als wenn er reiten würde, ne? Also jetzt mal ich so weiß es nicht. von der Also, praktischen Seite ja, also es betrachtet. ist wirklich, wirklich. Er kommt da richtig dran und hat da richtig Spaß dran. Und wir machen ja also in erster Linie unser ganzes Heu selber. Wir fahren da Stroh alle ein. Und diese 20 Hektar ist reines Grünland, weil so Ackerbau lohnt sich da für uns nicht. Und da sind wir so maschinenmäßig alles gut ausgestattet. Ich bin ganz, Tipptopp. ganz froh, dass er so einen Spaß dran hat. Ja. So, jetzt hatten wir ja schon Doris erwähnt, ne? Ja. Und ich habe mir ja zusammen mit der Doris was ausgedacht. Ach, oh je. Oh je, Naja, oh so je. schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Aber wir haben gedacht, wir wollen auch mal so ein bisschen wissen, man kann ja immer viel erzählen, wie es Ja. alles losging, aber wie Ja. das dann so aussah, Ja. das wollen wir uns eigentlich mal angucken. Und Doris war so nett und hat mir ein paar Bilder herausgesucht. Habe ich gedacht, die zeigen wir jetzt mal. Da darfst du uns jetzt einmal was dazu sagen. Oh, das Das ist sind die Attila, das Anfänge, war wenn die wir das. Anfänger, wollte ich gerade sagen. Das Attila, der war noch nicht der rundeste in meinem Sprung. Mit dem habe ich aber Nee. M-Dressur und M-Springen geritten. Das müsste Ah, er das sein. war einer von denen, die M-Dressuren Und der ist im. beides gegangen. Sonst habe ich ja immer, also die Pferde sind Ah, nicht beides verschieden. gegangen. Das ist der Okay. einzige, der nicht M-Dressur und M-Springen geritten bin. Also beides. Okay. Sonst sind die anderen entweder Springen oder Dressur gegangen. Ne? Also uns fiel sofort der leicht geöffnete, konzentrierte Ja, Mund auf. ja. Also. Und Ja, was guck haben wir mal da. hier? Hier haben wir geübt, Genick ist höchster Punkt, oder? Das Ja, ist ich das Erste, glaube, was mir dazu das, einfiel, das ich bin mir nicht Genick. mehr ganz sicher, wer das ist, ob das auch der, das könnte Jaschek noch sein. Das war eins von, wir hatten ja so ein altes Schulwerk in alten Polen und ich bin dann ja hier auch erst ganz normal so mitgeritten. Das war der erste, den ich durchs Genick gekriegt habe, ne? Der den Hals krumm gemacht hat, das weiß ich noch, ne? Das war ganz toll. So, und hier ist natürlich auffällig. Der unglaublich flotte Haarschnitt. Das war noch ein bisschen anders als Oh heute. je, oh je, oh je. Ja, das waren ganz schlimme Zeiten. Da war ich vielleicht so 15, 16, glaube ich. Das ist Sascha. Mit der habe ich natürlich viele Springen gewonnen. Das war so eine Sinusstute, eine Halbblutstute. So die ersten A&L-Springen, da ging es noch immer lieber tot als Zweiter. Und dann. Sehr schick ja auch dieses lange, spitze Kragenende, was ja, also, ja, muss man mal Ja, sagen. das muss dann gewesen sein, ja, eben so 75, Ja, das würde ich jetzt 76. mal rein. Von der Ja. Mode könnte das, glaube ich, hinpassen. Ja, da ist sie Und hier haben wieder. wir. Das ist auch Sascha. Da habe ich ja beides. Da ritt man ja immer beides mit den jungen Pferden. Ne? Die hat mir ja selbst gezogen. Ich denke, die war da 4 und dann ritt man so A-Dressur und A-Springen auf einem Turnier. Haben sie fast alle die Pferde. Ne? Im unteren Bereich Guck sind mal, jetzt und alle hier gegangen. noch auf Auf Wiesenboden, ne? Wiese, Das ganz gibt es ja genau. heute, ich Nee, das meine, war, ja, ganz stell dir mal genau. vor, kommst heute Ja. aufs Turnier und sollst auf der Ich Wiese habe noch einen reiten. Grand Prix auf Wiese geritten, kann man gar nicht sich Echt? vorstellen. Ja, das ist noch gar nicht so lange her, weil der andere Boden so schlecht war. Und Rainer Klimke ritt auch noch mit. Na, guck. Westfälische Meisterschaften haben wir alle auf Gras Naja, geritten. das kann man sich heute gar nicht mehr Nee. vorstellen, aber ich hatte großen Spaß daran, die Anfänge mal live Ja. zu sehen. Also vielen Dank nochmal an Doris, dass sie dieses kleine Spielchen mitgemacht hat. Ja, jetzt ist natürlich, was haben wir gesagt, über 70 Pferde Grand Prix reif. Vansuela in Olympia dabei, Athen dabei Ja. gehabt. So viele tolle Pferde auch. Also, ja, guck mal, jetzt kommt er, wenn wir von den tollen Pferden reden. Genau. Gibt es denn sowas wie, auch das eine Frage von einem unserer Zuschauer, Ja. das Pferd deines Lebens? Gibt es sowas? Oder würde man da jetzt irgendeinem anderen vielleicht Unrecht tun? Nee, ich glaube, da wird man weil die so unterschiedlich waren. Ne? My Fair Lady, mein erstes auch richtig Ach gutes ja. Pferd, ein ganz anderes Pferd, ganz anderer Typ, so eine Dynamik, die war so eigentlich so ein bisschen hässlich, so ein alter Oh Westfale, Gott, das aber ist ja die auch nett. wollte, nein, und die war so richtig ein ganz anderes Pferd, auch natürlich ein ganz, natürlich so immer so mein allererstes internationales tolles Pferd, Forzando, 9-jährig, wie gesagt, das war schon, und das war schon ein tolles Pferd, also wirklich, der ist leider dann ja auch verkauft worden, wie es mir oft gegangen ist, aber was ich auch verstanden habe, ich habe da ja auch von erlebt, aber das waren eben so unterschiedliche Pferde,
ich habe den einen oder anderen habe ich gedacht, den hast du wahrscheinlich vielleicht noch zu früh verkauft dann, ne? Oder die Besitzer dann aufmerksam lassen, weil gesagt, wenn du den noch ein bisschen länger gehabt hättest, dann wären die eigentlich noch, der hätte was raus werden können, ne? Aber so die My Fair Lady, Venezuelas Werte, Forrest Gump, Imperio, Andretti, das sind zu viele, wirklich ganz tolle. Meine erste westfälische Meisterschaft mit habe ich eben jetzt schon gesagt, ich kriege die Namen alle gar nicht mehr hintereinander, den ich in Aachen auch geritten bin. Egal, da habe ich es erstmal dann westfälische und nachher deutsche Meisterschaft in der Berufsreiter mitgewonnen. Das war auch 97. Ach komm, das warst du ja Aquarell. Auch. Sechsmal, ja. Oder? Ja, ich habe die fünfmal gewonnen, viermal hintereinander. Ja. Und das war eigentlich mit dem Pferdewechsel. Ich habe das immer gerne gemacht. Das war ja wirklich toll. Ja. Machst du aber heute nicht mehr mit, ne? Ich habe es ja noch einmal, nein. Ich habe jetzt ist ja irgendwann, ich sage, alles hat seine Zeit. Ich wollte noch einmal, das war so ähnlich. Ich habe gesagt, ich möchte eigentlich einmal, muss ich Hamburg gewinnen. Ja, das hat mir noch gefehlt damals. Habe ich dann 2012 mit Lento gewonnen. So, das waren so Sachen, wo ich das nochmal gemacht habe, Pferdewechsel auch. Ich war da einmal im Finale, konnte es dann auch gewinnen. Also das hat mir schon riesig Spaß gemacht. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. So Sachen, die man noch so abhaken muss, die man noch so erledigen muss. Ich weiß, dass du vor einigen Jahren mal einen Tandem-Fallschirmsprung geschenkt bekommen hast von deinen Mitarbeitern. Nicht gemacht. Ah, siehst du? Siehst du, da hast du jetzt, das muss ich unbedingt, das wollte ich immer und das will ich auch noch. Aber irgendwann ist das, du weißt... So, also das haben wir jetzt mit ganz vielen Zeugen. Das hat sich ja schon mal gelohnt heute hier. Dann weiß ich, ich weiß nur deswegen. Nicht, na, super, nein, aber ich weiß ja nicht, ob der noch gültig ist. Aber ich weiß, dass ich den geschenkt bekomme. Das müsste ich unbedingt mal gucken. Ist noch nicht so lange her, 2-3 Jahre. Aber ganz toll. Ja, da würde ich mir gerne machen. Wir hätten gerne. Hubertus, jetzt haben wir was, das immer am Ende so ein kurzes Speed-Interview. Du antwortest besonders schnell. Ja. Okay, also nicht lange überlegen. Schnittiges Cabrio. Oh, weder noch. Kein Cabrio. Wagen, aber kein Cabrio. Nee, aber warum, ist doch cool bei dem Wetter? Nee, war ich noch nie ein Fan von Cabrio. Dann fahre ich lieber Motorrad. Weil die Frisur durcheinander kommt. Ja, nein. Ich fahre ja Motorrad sehr gerne noch und das mache ich auch. Ne? Ach, du hast immer einmal im Jahr eine Motorradtour gemacht. Ja, das haben wir jetzt nicht mehr so viel gemacht, aber ich fahre häufiger noch eben so eine Stunde abends. Wir haben hier ein tolles Gebiet in dem Teutoburger Wald, im Brilon hier im Sauerland. Und da kann man ganz toll mal so 1-2 Stunden cruisen und das mache ich immer noch sehr gerne. Zum Runterfahren, zum Entspannen. Auch mal so ein bisschen zügiger fahren. Also ach so, nicht nur zum okay, alles genau. Klar, ich sehe schon. Garnelenspieß oder Bratwurst? Garnelenspieß. Ach ja. Jetzt nehmen wir einfach mal an, du hast einen Sonntag frei, kein Turnier oder so. Ist das mehr dann so die 8 Uhr Frühstücksvariante oder 11 Uhr Brunch? Nee, also ehrlich gesagt, dann lieber um 11. Dann liebe ich es abends, samstags abends ganz spät ins Bett zu gehen, noch Filme zu gucken oder Videos zu sehen, Musikvideos. Also oder wir sind sowieso raus, samstags abends ist ja halt was los. Und dann Schützenfest, genau. Und dann schlafe ich gerne etwas länger und spät frühstücken. Ach, und Dann ist ja der Dressursport ganz falsch. Dieses ewige früh aufgestehe auf dem Turnier geht ja gar nicht. Einen schönen Spaziergang oder Fahrradfahren oder sowas und... wenn es dann ein ganz freier Tag ist, ab und zu, meistens ist ja so, dass man noch den einen oder anderen reiten muss. Nicht muss, was ich auch ganz gerne sogar mache, dann muss ich wirklich sagen, kann also ich jetzt am Sonntag. In Ruhe, ne? Einen in Ruhe, der dann nächste Woche Turnier geht oder so. Aber wenn wir das nicht machen, gehen wir halt spazieren, Fahrrad fahren mit Freunden aus, was man halt so macht. Aber schön in Ruhe, kein Stress. Genau. Nicht, wir müssen da nicht irgendwo hinfahren oder irgendwelche dollen Sachen machen, sondern dann ist der wirklich. Na, unterwegs bist du ja genug. Genau. Wo wir gerade unterwegs kommen, vielleicht auch kurz sagen, wo kommst du gerade her? So ich war mit schönem Tag. Genau, das ist gerade Winter. Ich war in Brasilien, Sao Paulo, da habe ich einen Kunden. Aber Winter heißt ja da nicht wie bei uns. Nein, minus es war so wie heute, 25, 26 ja, Grad. Ist ja war angenehm. Das war wirklich schön. Okay, einen habe ich noch. Das Tor für Deutschland, wird laut bejubelt oder bist du dann eher so ein stiller Genießer? Nein, auf jeden Fall. Ich bin gesprungen wie sonst was. Ich habe in Brasilien, es war ja sowas von spannend und dann auf den letzten Drücker. Das war und abgefahren. Zwei brasilianische Freunde da, die waren mit da und haben auch richtig für Deutschland mitgefiebert, weil das ist ja, alleine gucken ist ja dann auch nicht so schön. Ja. So, und wir hatten da richtig, also es war ganz toll. Meine Frau kriegt schon immer, sagt, die erschrickt sie immer, wenn ich so schreie da. Ne? Also, nein, das muss raus. Letzte Frage. Ja. Frisch, fröhliches Live-Interview hier bei uns oder so ein fauler Abend auf der Couch? Nein, das war toll jetzt. Wirklich. Auch so Revue passieren lassen, wieder an vieles denkt man dann wieder, was man so ein bisschen... Was schon verstaubt war. Wirklich war sehr interessant und schön.
Wir freuen uns echt total, dass wir hier waren. Vielen Dank. Und wir haken total stur nach, wann das mit dem Fallschirmsprung geklappt hat. Ja, gerne. Das ist wirklich noch toll, dass ich das muss ich unbedingt. Das wollte ich machen und das einfach vergessen. Ja, wir erinnern immer wieder dran. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank, Hubertus. Vielen Dank an euch, dass ihr zugeguckt habt. Also uns hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sagen Tschüss.